Ja, hallo Leute, ich bin's wieder, Tevus LP. Diesmal geht's um die Machete. Ja, ihr bekommt sie für ZP aus dem Item Shop. für 7 Tage jeweils. Und ja, auf jeden Fall, was mir an der Machete nicht gefällt, ist, dass, wenn ihr Rechtsklick macht, also, was ich euch hier zeige, wenn ihr Rechtsklick macht, dass das, viel zu lange braucht. Man muss es wirklich alles eintimen. So, ich habe ihn jetzt nicht getroffen mit Kukri oder so, weil natürlicherweise spiele ich auch nur mit Kukri. Hätte ich ihn eigentlich schon gekriegt, aber es ist wirklich schwer mit Rechtsklick jemanden damit zu töten. Also für mich auf jeden Fall. Ich mag es nicht so sehr. Jedoch, was ich sehr gut finde, ist die Animation. Jetzt seht ihr es. Ja, das ist schön und gut gemacht. Finde ich echt immer wieder geil. Also mir kommt da ein Lächeln auf, wenn ich diese Animation sehe. Hat Smilegate echt gut gemacht. Und ja, besonders wenn ihr stehen bleibt, dann bewegt er die auch schon so. Also er wackelt ein bisschen damit. Finde ich echt gut gemacht. Und der Sound besonders. So hört sich der Sound auch ganz gut an. Und wenn ihr auf Metall schlägt, dann hört sich das auch echt gnadenlos geil an. So, das war jetzt ein Glückstreffer mit Rechtsklick. Ich kann nämlich wirklich nicht mit der Machete umgehen. Also es macht einen heiligen Spaß, trotzdem damit zu spielen. Denn das ist echt was nur für perfekte Timing. Und zack. Okay, mit Rechtsklick, wie ihr schon seht, macht ihr diesen Schlag, mit Linksklick dann diesen. Also Rechtsklick ist das hier, das dauert natürlich echt lange. Ich glaube an die 3 Sekunden, wenn nicht sogar noch ein bisschen mehr. Ich schlitze jetzt einfach mal, denn das Schlitzen ist sehr, sehr gut. Ich kann euch das nur empfehlen, denn das ist schön schnell und kann auch auf weitere Range gemacht werden. Also die Machete ist schon groß auf der dritten Person. Ich kann sie leider nur teilweise empfehlen, wenn ihr mal sie ausprobieren wollt. Meine Sache ist natürlich nicht, auch wenn ich zurzeit Ace bin. Ich bin so stolz auf mich. Trotzdem, ich mag die Machete nicht so sehr. Ihr könnt sie euch gerne holen. 2100 ZP war das, glaube ich. Ich hoffe mal. Weil ich habe jetzt nicht wirklich nachgekauft und ich habe auch nicht wirklich Zeit dafür. Ich war auch zuletzt die paar Tage und nicht mehr on wirklich. Und ja, einfach weiter. Vom Gewicht her, ich sie ist genauso leicht wie Anaconda. Also es ist schon schwer. Naja, aber man läuft genauso schnell wie mit einer Piste so gut wie damit. Es ist schon eine etwas schwere Weapon. Oh. Okay, von der Munition. Nein, Munition hat sie ja gar nicht, ist ein Knife. Auf jeden Fall hat sie verdammt Long Range. Und vom Aussehen, was mir nicht so sehr gefällt, ist, und zwar, das seht ihr gleich. So, ihr seht schon, rechts seht ihr so eine Sichel auf der Rückenklinge. Das gefällt mir nicht so sehr. Zudem, was mir sehr gut gefällt, ist eigentlich der Holz, der Ledergriff, besser gesagt. Denn nichts geht ohne einen Ledergriff. Ganz ehrlich, das haben sie eigentlich ganz gut designt. Ich finde, das sieht echt gut aus, also. Ja, auf den Kopf macht ihr mit Linksklick, 100 Damage, mit Linksklick auf den Körper. Macht ihr an die 74 bis 84 Damage, auf den Körper. Mit Rechtsklick macht ihr 100 auf den Körper, sowie 100 auf den Kopf. Und ja. Ich denke mal, das war's von mir. Wenn ihr mich abonnieren würdet, genauso wie Benjo50mo, schaut einfach mal bei ihm rein. Ihr kennt ihn sicherlich bestimmt. Und ja, das war's von mir. Nochmal einen fetten Dank an dir, Kevin und Analreiter. Bis dann.